Merci, Herr Präsident, Damen und Herren, liebe Kollegen. Ich stelle fest, eine Regierung oder besser gesagt eine Partei, die ugetreten ist, mit dem Motto Mannersteuern, mehr Kaufkraft, möchte das nur als quasi echte Amtshandlung eine Steuererhöhung. Eine Steuererhöhung, weil das CO2-Steuer, das der Partei gestimmt wird, und mit 3DR geben das nicht, gehen dann, wie das gesagt, scheinen mir die einzige Schautheit zu sehen, die gegen die Steuererhöhung stimmen. Und das ist der richtige Weg, weil es geht um die Kaufkraft. Wir haben hohe Energiepreise, wir haben hohe Zinsen, wir haben immer mehr große Armut. Und es geht vielen Leuten schlecht. Und das Letzte, was ich kann machen, wenn es vielen Leuten schlecht geht, das ist die Steuererhöhung. Und das geht auch gemacht. Das ist ganz evident, dass wenn ich mich weit weg von diesen großen Zentren, wenn ich mich groß wehe, muss zurücklegen, wenn ich in einem ländlichen Raum wohnt, wenn ich angewiesen bin, ob ein Auto, aus verschiedenen Gründen, weil ich zum Beispiel keine Auto muss feiern, oder weil ich eine Behinderung habe, wenn ich ein Auto brauche, da geht ich hier und bei diesem Gesetz kann ich schlecht weg. Das ist ungerecht. Es wird zum Index. Wir sind ganz klar, das muss der Meinung sein, dass der Fehler wäre, für die CO2-Steuer aus dem Index rauszuholen. Wenn man der Meinung wäre, noch weiterhin Sinn, dass die Leute hier Kaufkraft muss erhalten bleiben, aber wenn man das hier vorstellt, dann stellt er das ganze Indexsystem auf Rot. Ich komme zur Konklusion nach, und ich wiederhole das, was man schon immer so in CO2-Steuer belastet, Familien besonders stark, und geht auf Kosten von mir Schwachen, von mir Armen auch, auch für Kompensationsmaßnahmen da sind, wenn auch nicht viel frei kritzen, also sie sind ungerecht verdient. Für den, den zuweils Fampisch wohnt, ja, die guckt dann eben dumm dran. Und da sind wir uns auch bewusst, dass der wirkliche Impact von den Zerregassteuern, die hier ist, der wirkliche Impact, ob wirklich die Zerregassemissionen weltweit in Europa wirklich keine Rolle spielen. Und dafür soll ich auch nur bei seinem Gesetz nicht hier irgendwie drinstellen, so wie wenn in die Welt gefrette, mit diesem Gesetz geschieht das nicht. Und wir fordern dafür heute die Regierung ab und alle guten Parteien, für Zerregassteuer und Masut für zu hützen und ob Brennstoffe für die Gefahren, ob den Datum vom 1. Januar 2024 am besten auslaufen zu lassen. Natürlich stimmen wir hier gegen das Gesetz. Merci.